Und da sind wir wieder. Zwei Wochen haben wir Sam zurückgelassen. Hallo, Falk. Haben wir nicht sowieso Sam zurückgelassen? Achso, und Hallöchen. Nee, noch haben wir den nicht zurückgelassen. Wir sind noch aktiv an ihm dran, hoffen wir. Nach zwei Wochen, vielleicht hat er auch schon wieder aufgelegt. Oder den... Ach ja, stimmt. Ich war gerade noch bei der vorvorletzten Folge. Ja, wieso? Weil der ist doch zwischendrin mal gestorben und die haben das Spiel doch nochmal neu angefangen oder beziehungsweise geladen. Das habe ich schon aus. Und in meinem Kopf war ich gerade, wieso ist der nicht schon tot? Und wir haben mit irgendwas weitergespielt, aber es ist der Käse. Also. Alles Käse, Falk, wir können der Zeit zurückspringen. Ich muss langsam wieder ran. Die jetzt zum ersten Mal einschalten, wir sind hier bei Textlastig, dem Text-Adventure-Podcast. Und wir spielen gerade ein zombie-behaftetes Spiel namens Dead City. Und wenn ihr jetzt wirklich zum ersten Mal eingeschaltet habt, würde ich empfehlen, bei Folge 1 zu beginnen. Ja. Folge 1 dieses Spiels. Folge 1 dieses Spiels oder Folge 1 dieses Podcasts. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon in Folge 220 des Podcasts. Das ist doch toll. Ja. Mhm. So, jetzt ist es ja so gewesen, dass wir das letzte Mal etwas Marmelade produziert haben mit Sam und einem Stein und dem Kopf eines Fremden. Oh Gott, jetzt verstehe ich es. Oh Gott, oh Gott. Den wir eigentlich gerne als Freund gehabt hätten, aber leider, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen was eskaliert. Wir haben uns verschluckt beim Vorsicht rufen. Ja, und haben gesagt, auf ihn! Und haben den Zombie angefeuert aus Versehen. Und naja, auf jeden Fall gab es dann das ein oder andere Malheur und dann haben wir gesagt, komm, wir garantieren dir den Tod. Und weil wir in unserer eigenen Fähigkeiten, ihn zu ertränken, nicht vertraut haben, weil wir einfach davon ausgegangen sind, dass wir uns dann selbst mit ertränken, haben wir gesagt, gut, nehmen wir einfach einen Kiesel und werfen den so lange auf den Kopf, bis der andere einschläft. Und mit Kiesel meine ich riesengroßen, fetten Stein. Ja, das haben wir gemacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, echt? Haben wir das echt gemacht? Ja, also wir haben einen Stein genommen und Sam hat gesagt, ich habe es getan, ich muss hier weg. Und dann haben wir gesagt, was? Das ist super. Er ist voll fertig mit Nerven, weil er gerade den Stein auf den Kopf eines anderen potenziellen Freundes geworfen hat. Und wir so, warte, aber er hat doch bestimmt was Nützliches bei sich. Ah, wir sind Leute. Das ist unser Cliffhanger gewesen. Jetzt erinnere ich mich. Ach Gott, was in zwei Wochen alles so passieren kann, dass man das vergisst. Und jetzt sagt Sam, spinnst du? Daran denke ich im Moment nicht mal im Entferntesten. Ja, deshalb überlebst du nicht und wir schon. Genau, okay, gut. Also, was sagst du denn? Guckt er jetzt in den Rucksack oder guckt er nicht rein? Der guckt ja, klar, schon rein, guckt oder? Der Rucksack, ja, natürlich. Wenn wir ihm das sagen, wir sind ja... Der Pragmatismus, der siegt. Ja, mach mal. Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Aber eigentlich haben wir die Entscheidung ja ihm abgenommen, von daher. Ich wollte gerade sagen, wir sind sein SMS-Gehirn. Egal, ob richtig oder falsch, egal wie man es dreht und wendet. Ich habe einen Menschen getötet. Ja. Alles hat sich so verändert. Ich habe mich verändert. Mhm. Egal wie das hier alles sein Ende finden wird, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Oh, das ist quasi zwangsläufig so, oder? Also ich meine, eben. Reisen in die Vergangenheit geht ja, nein, aber geht ja nicht. Ich meine, dieser Spruch, ja, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war, gilt immer. Ja, eben, weil geschehen ist, ne? Eben, das kannst du einfach, ja. Das kann ich knicken dran. So, also. Übrigens, das ist mir beim Schneiden der letzten Folgen aufgefallen, dass es schon ziemlich behämmert klingt, wie wir oder ich oder wer auch immer den Text hier vorliest. Aber man darf halt nicht vergessen, das wollte ich bloß mal erwähnen, dass das so SMS-Style ist. Ne? Man kriegt immer ein Sprachbläschen ohne Satzzeichen und dann muss man klicken, dann kommt nochmal ein halber Satz. Nur so für die Zuhörer. Die denken, ja, ach Gott, das stimmt. Was ist denn das für Depp? Kann der nicht lesen oder was? Das ist fast so wie bei Faust, wo alles so ein kurzes Sätzchen und am besten noch gereimt. Das ist hier nicht so, aber ja. Haben wir nicht mal ein Spiel gespielt, in dem... Ja, das, wo alles gereimt war, ja. Aber gut, zurück zu Sam und seinem Problemchen. Wir können ihm jetzt sagen, du, da musst du alleine durch, sorry. Oder wir werden das zusammen schaffen. Das machen wir, oder? Ja, muss ja.
Genau. Ich meine, wie geht das Spiel weiter, wenn wir sagen, ja, tschüss? Genau. Dann liegt unser SMS, unser Telefon einfach nur da rum auf den Stein oder was? Und ja. Es hat ja auch keinen Zweck. Mal sehen. Also werden wir es zusammen schaffen. Ich danke dir. Entschuldige meinen Gefühlsausbruch. Ja, ist schon okay. So. Oh nee. Oh, jetzt können wir entweder sagen, melde dich, wenn du die Stadt erreicht hast. Ja? Oder... Und das wäre jetzt so die Option, wo wahrscheinlich wieder so Fragen kommen, wie ob wir gerne Fahrrad fahren, ob er ein wenig reden möchte. Aber das machen wir schon, oder? Ich hätte jetzt gesagt, melde dich, wenn du die Stadt erreicht hast, aber ja, wir können auch Falk, gerne. Herzloser Rumpelstilzchen. Es gibt so Sachen in Spielen, ich glaube, ich habe letztes Mal schon 5 Sekunden gerantet. Es gibt so Dinge im Spielen, die interessieren mich nicht, die Bohne, wirklich. Aber vielleicht hat er jetzt ja wirklich... Außer es ist eine geile Cutscene mit fundamentale Graphics. Fundamentale Fragen, die tiefgreifende philosophische Fragen aufwerfen. Hm? Okay, dann. Okay, na los. Klick, die klick, klick. Klicke, die klick, klick. So, weiter geht's. Das würde ich wirklich gerne. Schön. Ich dachte, es hätte jetzt schön gewesen, wenn er gesagt hat, ach nee, lass mal, ich melde mich, wenn ich in der Stadt bin. Okay, also, du weißt wirklich, wie du mich auf andere Gedanken bringen kannst. Oh. Küsschen-Smiley hat jetzt gepasst. Das wäre so gut, wenn wir jetzt die Küste schon mal liegen. Ja. Okay, also, über was willst du reden, fragt er uns jetzt. Ja? Oh, ach, jetzt cool, können das ist super. Das ist super, jetzt können wir den wählen. Und jetzt können wir sagen, warum er den Bunker verlassen hat. Und ich habe es mir anders überlegt. Nein, aber das ist super, das ist toll. Das ist doch jetzt super. Also, machen wir, warum hast du den Bunker verlassen? Ne? Mhm, mal sehen, das ist ja wirklich interessant. Ne? Naja, eigentlich sollten wir, also alle Nicht-Infizierten, Schutz im Bunker finden. Bewacht und abgeriegelt vom Militär, versteht sich. Und das war auch zunächst so. Punkt, Punkt, Punkt. Aber es geschahen seltsame Dinge. Menschen wurden weggebracht und kehrten nie zurück. Das Militär schwieg darüber oder tat alles lediglich mit unzufriedenstellenden Antworten ab. Die Betroffenen seien krank gewesen und ähnliches. Die Atmosphäre im Bunker war kalt und wurde von der Angst der Zivilisten regiert. Neuankömmlinge, die nach uns evakuiert worden waren, wurden stets in anderen Trakten untergebracht und waren meist nie mehr als ein leises Gerücht zwischen den Korridoren. Okay. Und eines Tages dann, als ich mit Anna die Abendrationen unseres Traktes abholen sollte, gerieten wir in eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einigen Soldaten. Der tippt aber auch wahnsinnig schnell, ne? Die Soldaten waren angewiesen worden, das Kind des Mannes zu holen. Achso, okay, der Mann hat irgendwie ein Kind und die Soldaten wollen es jetzt abholen. Ja, ich überlege gerade, ist das Hank? Könnte sein. Was meinst du? Naja, mal gucken. Er beteuert immer wieder, dass sein kleines Mädchen nicht krank sei. Okay, es ist nicht Hank. Während er sie fest an sich gedrückt hielt. Ah, okay, der ist also dumm. Okay, wir können jetzt sagen, erzähl weiter oder okay, es reicht mir, aber ich glaube, es ist klar, was wir hier machen. Genau, okay, es reicht mir. Okay, es reicht mir. Nein, kleiner Spaß. Genau. Natürlich, erzähl weiter. Ja. Einer der Soldaten zog seine Waffe und erschoss ihn direkt vor unseren Augen. Das Mädchen wurde mit seinem leblosen Körper zu Boden gerissen. Danach nahmen sie sie mit. Noch in der gleichen Nacht sind Anna und ich geflohen. Wir wussten nicht, auf was wir uns einließen. Aber Anna wäre ohnehin gegangen. Ihre Tochter war zum Zeitpunkt der Evakuierung bei ihren Eltern gewesen, irgendwo im Norden. Anna hatte ihre Flucht bereits bei Ankunft im Bunker geplant und hätte die ganze Welt wohl auch ohne die Geschehnisse zu Fuß überquert, um bei ihrer Tochter zu sein. Ich aber werde nie wieder den Blick in den Augen des Mädchens vergessen. Krass. Okay. Okay. Okay, also die Anna hat auch eine Tochter. Aber um die geht es jetzt nicht, ne? Also es geht in der Geschichte um... Nee, aber die wäre sowieso aufgebrochen. Ja, okay. Gut, harsche Bedingungen in dem Bunker. Oh, jetzt können wir ihm sagen, dass er trotzdem im Bunker hätte bleiben sollen. Oder wir können sagen, tut mir leid, das zu hören. Ja, tut mir leid, das zu hören. Also diese Sätze, du hättest trotzdem im Bunker bleiben sollen oder sowas ähnliches, bringt ja nichts. Also, das stimmt, aber ich finde... Was heißt das? Also, würden wir in der Zeit zurückreisen können, würde ich dir empfehlen, im Bunker zu bleiben. Also, ja, oder er geht dann halt wieder zurück, ne? So, hallo, ich war... Ja, sorry,
Darf ich wieder rein? Nee, aber es ist schon eine interessante Frage, also ob du unter solchen Bedingungen trotzdem im Bunker bleibst, weil du eben, naja, in Anführungszeichen sicher bist, oder ob du sagst, okay, ich setze alles auf eine Karte, weil ich im Bunker nicht so sicher bin, wie ich dachte. Ne? So, Ja gut, weißt du halt nicht, ne? Also wir wissen jetzt zu wenig über das, über die Geschehnisse im Bunker, um zu wissen, ob er da sicher war oder nicht. Ne? Also draußen sind Zombies. Also tut mir leid zu hören. Ja, würde ich sagen. Okay. Oder? Ja, ist gut. Ja, das war wirklich beschissen. Ich kann es nicht anders sagen. Irgendetwas Seltsames geht dort vor sich. Ich hätte unmöglich bleiben können. Allein diese Ungewissheit bezüglich meiner Familie. Warte mal, wieso jetzt seine Familie? Oder ich habe es, glaube ich, falsch betont, genau. Allein diese Ungewissheit bezüglich meiner Familie. Ja, weiß nicht, wird er jetzt erwähnen, nehme ich an, oder? Also ja, weil er hat ja bisher nur von seinem Bruder gesprochen, der ja auch beim Militär war, ne? Hohes Tier und so. Ja, das kann ich verstehen, können wir jetzt sagen. Oder jeder ist sich selbst der Nächste. Ja gut, wir sind nett, ne, sagen jeder. Das kann ich verstehen. Oder? Ja, aber es klingt, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Oder? Generell bin ich auch darüber überrascht, dass wir überhaupt was sagen können. Ich hätte jetzt erwartet, dass er das bezüglich seiner Familie ein bisschen erörtert, aber okay. Mal sehen, ob jetzt noch was kommt von ihm da. Und deshalb musste ich gehen. Aber er hat doch nur von seinem Bruder geredet. Ja, eben. Und da der ja beim Militär ein hohes Tier ist, wäre es ja für ihn, also bezüglich da seines Verbleibs besser gewesen, im Bunker zu bleiben, da ist die Chance ja höher, dass man sich dann nochmal wieder sieht. Ne? Aber, Okay. Ja, ist komisch. Selbst wenn meine Familie, naja, wenn ihnen etwas zugestoßen ist, dann muss ich das einfach wissen. Aber okay. Hey, da ist die Straße. Und ich kann sogar bereits die Stadt erkennen. Also ist das jetzt dieselbe Stadt wieder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die reden immer von, also eher von der Stadt. Keine Ahnung. Endlich mal ein erfreulicher Umstand. Das stellt sich gleich raus, ob das ein erfreulicher Umstand ist. Okay. Ich wollte sagen, in so Zombie-Filmen sind so Städte eigentlich immer die Orte, die man meidet, oder? Je nachdem, was du halt möchtest. Wenn du Nachschub brauchst oder so. An Zombies? Ja, stimmt. An Zombies oder waffenstarrenden Typen, mit denen du dich anlegen kannst. Also wenn du ein bisschen Action möchtest, dann ist eine Stadt sicherlich ganz gut. Aber das ist ja spannend. So, jetzt können wir sagen, wir sind ein tolles Team oder was für ein Glück. Ich weiß nicht, komm, was für ein Glück, oder? Wir wollen jetzt uns nicht selbst loben hier, nee, oder? Wir wissen, das ist, wenn das, also mal angenommen, das spielt in Amerika, ja, dann müssen wir uns jetzt einfach mal richtig feiern. Hier, wir sind ein tolles, ja klar. Sollen wir sagen? Ja, ich fange auch gleich schon an zu klatschen. Na, okay. Da müssen wir jetzt aber auch klatschen, Falk, ne? Nee, das ist zu laut. Mein Sohn muss schlafen. Na gut, okay, ich habe geklatscht. Wir sind ein tolles Team, Falk. Also, ja. Finde ich auch, Simon. Sam ist auch okay. Das kannst du laut sagen. Ja? Oh, ging schon weiter, Entschuldigung. Dafür, dass hier gewissermaßen die Welt untergeht, schlagen wir uns wirklich gut. Ich denke, dass ich in ungefähr einer Stunde am Stadtrand bin. Da hat er aber gute Augen da, wenn er die jetzt schon sieht. Bis in einer Stunde also. Tja. Ich überlege gerade, diese Mechanik, dass man wählen kann, ob man reden will oder nicht, hat ja wahrscheinlich den Hintergrund, dass man dieses Spiel normalerweise im Handy spielt. Da ist man gerade an der Bahnhaltestelle und muss dann entscheiden, habe ich jetzt gerade noch 5 Minuten Zeit oder eben nicht. Aber wenn man dann sagen würde, ja, nee, pass auf, geh du mal alleine zur Stadt, dann kriegt man da echt eine ganze Menge Informationen nicht, ne? Das ist ja schon schade dann. Ja. Also ich finde es irgendwie gut, dass du eine Entscheidung hast, aber eigentlich ist es eine Entscheidung, wo du definitiv eine sehr gute oder eine sehr schlechte Entscheidung triffst, weil dir einfach dann mal eine Menge Informationen fehlen vielleicht. Ja, aber gut dafür, ich meine, wenn wir das jetzt hier nicht vorlesen würden und noch zwischen den Zeilen irgendwelche Geschichten austauschen würden, dann würdest du ja durch so ein Spiel eigentlich von der Wartezeit abgesehen relativ schnell durchrushen können. Das heißt, du könntest es potenziell, ich meine, wenn du dafür 5 Euro ausgibst, wirst du wahrscheinlich schon mehrfach spielen, oder? Ja, und damit halt jedes Mal so klassisch rollenspielmäßig, ne, so Videospielbarkeit
in Anbetracht, ja, also im Auge behaltend, würdest du es wahrscheinlich schon ab und zu mal spielen und dann wahrscheinlich nach einem halben Jahr oder so, weiß ich nicht, oder noch schneller, wahrscheinlich alle möglichen Zweige der Geschichte erkundet haben, oder? Ja, da meinst du, da musst du nicht immer wieder dieselbe Geschichte hören, ja. Ja, das macht durchaus Sinn, dass man dann... Also schätze ich jetzt, das hätte ich jetzt mal gesagt. Ja gut, ja, warum nicht? Also, dann würde ich sagen, der Herr Sammy ist ja eine Stunde weg gewesen und mal sehen, was er jetzt nach der Stunde sagt, wenn er an der Stadt ankommt. Ich habe es in die Stadt geschafft, sagt er. Juhu! Und ich kann dir sagen, es ist ziemlich übel. Oh. Es sieht so aus, als hätte hier ein Krieg stattgefunden. Hier sicher durch die Straßen zu gehen, dürfte ein ganz schön großes Problem darstellen. Yes, ich hab's gesagt. Genug Filme geguckt. Sehr gut. Solltest du die Stadt nicht lieber umgehen, können wir jetzt doch sagen, nachdem wir uns 1000 Stunden lang zur Stadt gekämpft haben. Ne? Und wo bist du gerade, können wir jetzt fragen. Vielleicht sollten wir das erstmal. Ja, das wäre vielleicht nicht doof. Fragen, weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Ich habe keine Ahnung, was unser Ziel ist. Ja, ich bin jetzt auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen verwirrt, weil aus der Stadt raus, ist klar, in Sicherheit, dann waren wir auf der Farm und okay, da lief es nicht ganz optimal, dann sind wir im Wald, das lief jetzt auch nicht perfekt, sage ich mal, aber trotzdem. Aber so auch schon vorher, also die ganzen Folgen, also was ist unser Ziel? Also, na, erstmal wegkommen, oder? Also erstmal aus der Brücke raus, erstmal in Sicherheit, ne? In Sicherheit kommen. Dann? Ja, dann können wir weiterreden, dann können wir ja vielleicht Familie suchen. Oder so, aber das mit der Sicherheit ist halt das Problem. Wir kommen halt nie irgendwo hin, wo irgendwas sicher ist. Ne? Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel, ich würde sagen auch, wir sagen, wo bist du gerade? Ja, machen wir. Aber angenommen, wir würden sagen, umgeh die Stadt, dann wäre jetzt die Frage, warum? Also, mit welchem anderen Ziel und wo, ja, also, wohin? Also ja. Vielleicht ist ja das, ist ja die Stadt, weiß ich nicht, der Bücherladen, der Lokale, unser Ziel oder so. Egal, ja, okay. Man weiß nicht. Also gucken wir mal, wo bist du gerade? Mhm. Momentan verstecke ich mich in einem Haus. Oh nein, wir sind wieder am Anfang der Geschichte. Das ist ein cleverer Twist. Ich habe mich hier noch nicht umgesehen. Es wirkt zumindest nicht leergeräumt. Womöglich finde ich sogar etwas Nützliches. Ja, jetzt fällt mir gerade ein. Der hat vorhin vom Thema abgelenkt, als wir gesagt haben, untersuch bitte den Rucksack von dem Typ, den du gerade umgebracht hast. Oh, stimmt. Da hat er dann einfach gesagt so und plötzlich war das Thema gewechselt. Na, beziehungsweise wir haben ja auch gesagt, lass uns mal reden, ne? Vielleicht hätten wir das andere machen müssen und dann hätten wir, ach scheiße. Mann, na gut, aber jetzt wollen wir hier mal wenigstens noch was Nützliches suchen, oder? Mhm. Oh, jetzt können wir uns aber, das ist gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Jetzt können wir entweder das Haus durchsuchen oder wir sagen ihm, dass er nach einem Geschäft suchen soll, weil dort natürlich potenziell bessere Sachen zum Finden sind. Aber ich würde sagen, wenn wir schon, Ja, der hat auch nicht gesagt, dass es ein Wohnhaus ist, ne? Er hat nur gesagt, ein Haus. Also, normalerweise würde ich sagen, mach erstmal das Haus fertig, hier ist es jetzt sicher, alles klar und danach kannst du nach einem Geschäft suchen, aber jetzt ist ja wahrscheinlich hier eine Entscheidung und wahrscheinlich wird danach das Spiel ja nicht anbieten, so und jetzt kannst du nach einem Geschäft suchen, ne? Naja, aber du wirst ja auch nicht in dem Haus bleiben, also. Naja, was würdest du denn machen, würdest du das Haus oder Geschäft suchen? Ich würde definitiv erstmal im Haus suchen, ich meine, wenn ich eh da bin, also dann. Ja, denke ich auch, oder? Ja, eben, ne? Hat er jetzt auch noch nicht gesagt, dass es da irgendwie blöde knarzt oder sowas, dass da irgendwie ein Zombie rumläuft oder so. Komm, machen wir erstmal durchsuchen das Haus. Mal gucken, was danach kommt. So. Mein Magen empfiehlt mir, mich zunächst in der Küche umzusehen. Na, ob da noch was Essbares ist, also. Meine Güte, da liegt eine Katze auf dem Boden. Ey, Jackpot! Definitiv versuchen was will ich sagen? Kochen? Was? Nee. Streicheln wollte ich sagen, das Wort fiel mir nicht ein. Was? Das ist doch mein Part normalerweise. Ich will darum alles streicheln. Ich war auch einigermaßen sarkastisch mit diesem Satz. Ach so. Sie ist tot, können wir sagen. Oder sie muss wohl verhungert sein. Also das eine fragt, ob sie tot ist und das andere nimmt an, dass sie tot ist. Ich würde fragen, ob sie tot ist, weil so eine Katze, ne? Für so eine Katze ist doch so eine Apokalypse eigentlich richtig lecker, oder? Weil es gibt überall plötzlich ganz viel zu essen, oder? Ja, also das gibt es doch aber auch sonst, oder? Na, die Katze ist angewiesen auf die Hände des Besitzers.
auf das er eine Dose aufmacht und ihr das ins Näpfchen wirft. Ja, und wenn der Besitzer ein Zombie ist, dann macht er die Dinge nicht mehr auf. Ja, eben, aber du kannst doch ein bisschen am Bein nagen. Ach so, und sich einfach ein Stückchen abbeißen, ne? Ist doch gar kein Problem. Ja, das stimmt. Und wenn der Zombie dann sagt so, hey, das finde ich nicht so toll, Frau, Herr Katze, lassen Sie das bitte, dann sagt die Katze und tschüss. Und ist einfach weg. Das ist doch super. Also ich würde sagen, ob sie tot ist, würde ich fragen. Ja, also ich würde es aus einem anderen Grund fragen, aber ja. Oh. Okay, mehr als das, sagt er. Sie wurde regelrecht zerfleischt. Somit ist meine kleine Theorie dahingeschieden, genauso wie die Katze. Dann finde ich es bemerkenswert, dass er noch weiß oder sieht, dass es eine Katze war. Aber schön. Mein erster Gedanke war natürlich, das muss ein Infizierter angerichtet haben, aber... Und jetzt sagt er wahrscheinlich, das war ich gerade. Neben der Katze liegt eine blutige Gabel. Lecker. Wer benutzt denn heute noch eine Gabel in der Zombie-Apokalypse? Stimmt. Zum Haarekämmen vielleicht, wer weiß. Die Empfehlung meines Magens hat sich soeben verabschiedet. Aha. Ich gehe lieber ins Wohnzimmer und sehe mich dort um. Der Gestank hier drinnen ist unerträglich. Ich würde nicht so, also ehrlich, ich würde nicht so pingelig sein. Es ist eine Zombie-Apokalypse, ja. Und da ist so eine Katze wahrscheinlich noch das Beste, was man so finden kann. Ich finde es nur erschreckend, dass das scheinbar riecht. Weil, Ja, gut. Heißt ja, dass das nicht erst vor kurzem gegessen wurde, oder? Zum einen das und zum anderen hätte ihm das vielleicht vorher schon auffallen können, dass es in diesem Haus riecht. Und das hätte er mal Bescheid sagen können. Das stimmt. Na? Also, wo sind wir? Achso, muss klicken, genau. Ja. Im Wohnzimmer ist es stockdunkel. An den Fenstern sind wohl alle Jalousien heruntergelassen. Ja, sag mal, wie ist denn der in dieses verkackte Haus gekommen? Muss man doch sehen, oder was? Na, wie der Weihnachtsmann natürlich, über den Schornstein reingerutscht. Achso, erst über die Jalousien geklettert, um aufs Dach zu kommen und dann rein und dann gewundert. Und dann, warum ist hier so dunkel? Ist hier alles voller Ruß, ist ja komisch. Genau. Okay, was sagt er? Ich sehe mir das mal näher an. Mhm. Jetzt hätte ich wirklich gerne eine Taschenlampe. Famous last words. Wie oft habe ich das jetzt schon im Podcast gesagt? Weiß ich nicht. Also, was ich zunächst für Jalousien gehalten habe, sind Bretter. Mhm. Ja, die sei verziehen. Sie wurden vor sämtliche Fenster des Raumes genagelt. Das lässt darauf schließen, dass der Eigentümer des Hauses nach dem Ausbruch noch immer hier war. Oh, und da hat er die Katze gegessen, offensichtlich. Ne? Mhm. Oh, warte mal, ist das so ein kleiner Tipp, dass der Herr Eigentümer vielleicht noch hier ist? Wir können es anbieten und vielleicht immer noch ist als Antwort. Oder er wird sicher längst fort sein. Erstes. Ja, aber hier, erinnere dich an deine eigene Argumentation. Dadurch, dass die Katze schon so müffelt, ist das wahrscheinlich schon länger her, ne? Nee, ich meinte genau das Umgekehrte. Wie? Naja, also ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ach so. Wie gesagt, wir wissen ja immer noch nicht, wie lange diese Zombie-Apokalypse dort ist, aber wir alleine sind ja schon mehrere Tage unterwegs, aber ich bin kein Profi darin, aber ich glaube, nach einer Weile, also schon nach, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Wochen, schätze ich mal, wird so ein Vieh nicht mehr so sonderlich, also wird es irgendwann weggegammelt sein. Okay, gut, dann machen wir das Erste, du hast recht. Weil es halt noch frisch einigermaßen ist, ne, würde ich davon ausgehen, dass er noch gammelfrisch, da ist. Gammelfrisch, würde man sagen. Naja, also so nach, also je nach, wenn es so sehr warm ist oder feucht, ne, dann gammelt das halt schon nach 2, 3 sagen Tagen. Sagen wir, ein Mistkäfer würde sich wahrscheinlich die Finger lecken, oder? Unwahrscheinlich. Die Krallen oder was hat so ein Vieh? Na, Beinchen. Die Beinchen lecken. Okay, also, und vielleicht immer noch isst. Okay, so. Sag dann. Schon möglich. Da hat er jetzt doch Hunger bekommen. Ich kann mir übrigens immer nicht merken, welches das lecker oder ist. Also es gibt ja ein das schreibt man erst M und dann H's. Und dann gibt es eins, das mit H anfängt und mit Hms endet. Ich würde sagen, das eine ist das lecker und das andere ist, lass mal nachdenken. Das Schlimme ist, dass das hier ist MHM. Da weiß man gar nicht, was los ist. Er dachte im ersten Moment so, ach, das ist ja lecker und dann fällt ihm aber ein, ach nee, doch nicht. Ich glaube, es kommt aber auch auf die Anzahl der M's an. Also das hier ist jetzt zum Beispiel ein auch noch, hey.
So viele Parameter. Und da kannst du eigentlich machen, was du willst. M, H, H, M. Wenn das so kurz ist, dann ist es immer so ein Hm. Weil du würdest ja nicht sagen, hm, das ist aber lecker. Ne? Sondern du würdest sagen, hm. So, also, ne? Sagen wir, unter vier Buchstaben ist es immer ein zweifelndes Hm. Oder nachdenkliches. Oder nachdenkliches, genau. Und er sagt es hier, hm, schon möglich. So, ja. Mhm. In jedem Fall sollte ich zuerst sicherstellen, alleine in diesem Haus zu sein, bevor ich mich hier weiter umsehe. Sehr guter Plan, Tom, ja. Sam. Aber wie willst du das machen, ohne dich im Haus umzusehen? Das ist ein valider Punkt. Na gut, gucken wir mal. In 5 Minuten meldet er sich weiter. Also hoffentlich. Oder schreibt uns gleich, du, das Haus ist voller Zombies. Ich sterbe jetzt. Ich sterbe jetzt. Aber ich habe noch Zeit, eine Nachricht zu schreiben. Tschüss. Mein Handyguthaben ist noch nicht alle. Vielleicht kannst du es später noch mal einsetzen. Klicke die Klick, Klick. Klick. Okay. Ich befinde mich jetzt im oberen Stock des Hauses. Und das klingt zwar völlig verrückt, aber ich habe gerade die Melodie eines Eiswagens gehört. Ey, vielleicht hat er sich diese ganze Zombie-Sache nur eingebildet und draußen ist alles ganz normal die ganze Zeit. Kann das vielleicht sein? Aber er kommt doch von draußen, oder? Und hat gesagt, dass die Stadt aussieht wie nach dem Krieg. Ja, hat er sich halt eingebildet. Mhm. Oder vielleicht war da gerade Karneval. Da sieht es ja wirklich aus wie nach dem Krieg. Und es kommt auch eigentlich drauf an, wie lange nach dem Krieg, ne? Ja, vielleicht ist da wirklich Karneval. Die Leute haben sich einfach ein paar als Zombies verkleidet. Jetzt ist alles klar. Jetzt wird es spannend. Das ist einfach Karneval in Köln. Überhaupt kein Problem. Ich meine, da sind ja die Leute auch so ein bisschen angeschäkert und können sich dann auch nicht mehr ganz so gut artikulieren. Manche wären auch so ein bisschen ausfällig, ne? Alkohol macht's möglich. Also von daher, Mensch, würde hier an dem Handy irgendwo das Datum stehen? Das ist nämlich gerade der Reveal am Ende, ja? Am Ende wird das Datum eingeblendet, steht da irgendwie so da, ja, wann halt Karneval ist. Es ist ja nicht 11.11., aber irgendwann später, ja. Echt? So. Ich dachte. Ne, 11.11. fängt es an, aber das große Fest, der Festschmaus ist irgendwann anders. Okay, machen wir mal weiter. Es ist völlig Eiswagen. So, und jetzt können wir sagen, ich glaube, das hast du dir eingebildet. Oder, das klingt gar nicht gut. Also ich finde, ein Eiswagen klingt immer gut. Wollte gerade sagen, ja. Aber ich meine, was könnte das jetzt sein? Also diese Eiswagen sind ja normalerweise elektronisch. Ja, das heißt, das könnte jetzt nicht unbedingt ein Zombie sein, der mit seinem Kopf gegen so eine Glocke hämmert. Das wird ja wahrscheinlich schon ein ausgeklügelter Mechanismus sein. Wir nennen es Auto. Genau. Nee, also ich würde schon sagen, das klingt gar nicht gut. Also das andere macht halt, also ich glaube, das hast du dir eingebildet. Weiß nicht, wo, was. Na warum? Gut, dann machen wir. Das klingt gar nicht gut. Mhm. Irgendjemand fährt dort draußen mit einem Eiswagen durch die Straßen und hat dabei auch noch die Musik aufgedreht. Cool. Jetzt ist natürlich die Frage, will der Zombies anlocken oder Überlebende vielleicht? Ja, da habe ich auch gerade überlegt. Also wahrscheinlich wird es beides hervorbringen. Ne? Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Naja, aber wahrscheinlich wenn ich Überlebende anlocken wollen würde, würde ich wahrscheinlich eher Text sprechen. Ja, stimmt. Aber vielleicht hat der Eiswagen keine Textausgabestation. Ja, ich bitte dich, da wird doch irgendwie ein Mikro dran sein. Was? Was kennst du denn für Eiswagen? Hast du jemals bei einem Eiswagen sowas gehört wie, hey Kinder, Schokoladeneis, heute 50% günstiger? Da ist doch kein Mikrofon dran. Das ist da einfach nur, piep, 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 Eis ist da. Ja, gut. Vielleicht ist genau das sein Problem. Er will auf sich aufmerksam machen, aber er kann halt nicht die ganze Zeit rumschreien, weil dann wird er so heiser und dann, ne, man kennt das halt. Und deswegen hat er den Eiswagen gekapert. Macht der Sinn. Aber gucken wir mal weiter, was er erzählt. Derjenige lockt damit zwar sicherlich die Toten an und somit von mir weg, aber begegnen will ich ihm auf keinen Fall. Boah, hallo. Ich sehe mich weiter um. Okay, gut. Sam, heute richtig selbstständig unterwegs hier, ne? Ausgeschlafen, geduscht, geimpft, was will man mehr? Ich glaube, ich habe soeben die Besitzerin des Hauses gefunden. Oh. Schön. Ist sie am Leben? Können wir wieder fragen, wie bei der Katze vorhin? Oder dann solltest du jetzt besser gehen. Erstmal fragen, ob sie noch am Leben ist. Was ist denn hier los? Oder? Wie man es nimmt. Sie ist eine Infizierte. Oh, dann solltest du jetzt besser gehen. Sie sieht ganz schön übel aus. Ihre Hände wurden mit einem Seil an das Gestell eines Kinderbettes gebunden. Seit sie mich bemerkt hat, versucht sie nach mir zu beißen. Und jetzt können wir fragen, ob er im Kinderzimmer ist oder ob sie jemand dort absichtlich gelassen hat oder dort gelassen hat. Das
Also ist beides absurd, offensichtlich. Beides, also wird sich ja nicht selbst dran gebunden haben. Und dass er im Kinderzimmer ist, würde ich einfach mal annehmen, weil da stehen Kinderbetten meistens. Ja, mach, jemand hat sie absichtlich hier gelassen wahrscheinlich, oder? Mhm. Und das wohl schon seit einer ganzen Weile. Ihr Nachthemd ist mit Flecken übersät und ihre Haut sieht aus, als würde sie jeden Moment abfallen. Mhm. Neben der Frau steht ein rosa Holzschränkchen. Mhm. Darauf liegt, yes. Nein, warte, wir greifen nicht nach diesem Revolver. Darauf der liegt da ein Revolver. Nein, wir greifen da nicht nach. Okay, wir können fragen, ob er ihn gefahrlos nehmen kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir könnten auch sagen, schnapp ihn dir. Wir fragen natürlich erstmal nach, ne? Ja, genau. Weil potenziell sehe ich hier sofort einen toten Sam. Ganz vorsichtig jetzt. Naja, mit neben der Frau meinte ich eigentlich, der Revolver liegt unmittelbar neben. Alter, warum redest du denn dann noch? Dann nimm ihn. Was, wieso? Naja, mit neben der Frau meinte ich eigentlich, der Revolver liegt unmittelbar neben. Ach so, neben ihr. Ach so, sorry. Genau. Sorry. Es steht da, der Revolver liegt unmittelbar neben ihr. Ich habe gelesen, neben mir. Ach so, okay. Okay, Sam. Hey, alles cool. Gut, dass wir keine Sprachverbindung zu ihm haben, ne? Sonst wäre er jetzt wahrscheinlich beleidigt. Alles cool. Okay. Ihre Bewegungen sind zwar sehr langsam, aber wenn ich nach ihm greife, wird sie problemlos nach mir beißen können. Nee, komm, hör auf. No risk, no fun, oder? Ey, du willst doch jetzt, willst du den... Oh. Meinst du, ist das so ein Spiel, bei dem man stirbt, wenn man immer das Offensichtliche macht? Vor allem, eine Option ist, du könntest sie damit erlösen. Also das ist jetzt nicht meine Idee gewesen. Und du kannst den Revolver wirklich gut gebrauchen, wäre die andere. Hm. Also in beiden, also ja, also es gibt hier gar keine Entscheidung. Aber, wo, oder... Ich würde das zweite machen. Du kannst den Revolver wirklich gut brauchen. Das inkludiert ja auch, dass wir sie damit erlösen können. Ne? Was ich aber dennoch nicht tun würde. Das müssen wir ihm jetzt noch nicht sagen. Das macht nämlich Lärm. Guter Punkt, aber andererseits, der Eiswagen ist eh da. Also ich glaube, die Zombies sind jetzt eh gerade ein bisschen abgelenkt. Okay, sagen wir, du kannst den Revolver wirklich gut gebrauchen. Das könnte ich. Okay, ich versuche es. Oh, ich will es gar nicht wissen. Oh Gott. Also jetzt hier, klick. Das war haarscharf. Wäre sie schneller gewesen, würde mir jetzt ein beträchtliches Stück meines Armes fehlen. Man hätte es auch irgendwie mit einem Stock machen können. Meine Güte, naja. Ja, aber echt. Gut. Okay, weiter. Ich werde der nächste Satz sowas, dafür fehlt mir jetzt nur ein kleines Stück meines Arms. Glücklicherweise war es den Aufwand wert. Das Magazin ist voll. Mhm. Ob er dort liegen gelassen wurde, damit sie sich selbst erschießen kann? Sie hätte ihn einfach nehmen können. Ich frage mich gerade, ob ich den Mut zu so etwas hätte. Mhm. Nee, ich glaube, das war ein amerikanisches Kinderzimmer und da ist es, glaube ich, relativ normal, dass da Revolver rumliegen, oder? Denke ich auch. Ja. Frage, warum da nicht überhaupt die ganze Zeit Waffen rumliegen? Ah, na gut, machen wir weiter. Gut, lassen wir das. Soll ich ihr Leid beenden? Ach. Nein. Na, aber... Hey, guck mal, Sammy ist ja angeschlagen, ja, hat jetzt eine Menge durchgemacht und so. Und da meinst du, bringt's was, fürs Ego einen Zombie zu erschießen? Nein, nicht fürs Ego, sondern für sein, für sein Gewissen, für sein, dass er etwas Gutes getan hat in der Welt, ja. Wir haben ein volles Magazin, bei einem normalen Revolver sind da 6 Schuss. Das heißt, wir haben noch 5, wenn er nicht deppert ist und daneben schießt. 5-mal. Von daher können wir ja eine Kugel vielleicht in seine geistige Gesundheit investieren. Nee, ich würde es nicht machen. Dann kommt der Eiswagen zurück. Mhm. Mit 6 Probleme. Zombies im Schlepptau. Nee, ich würde es wirklich nicht machen. Vielleicht habe ich zu viel Hand gespielt, aber da schieße ich so wenig wie möglich. Für alle, die es nicht wissen, Hand ist ein Spiel, das gerade bei Crytek entwickelt wird und darin schießt man mitunter. Oder eben auch nicht, ne? Also möglichst wenig, damit es keiner hört und keiner angelockt wird. Im Grunde genommen so ein ähnliches Dilemma wie hier. Okay, aber du hast recht. Ich teile deine Argumentation, dass wir wirklich ruhig sein müssen. Und einen Zombie töten bringt es halt überhaupt nicht. Das stimmt. Und außerdem ist der angekettet, ne? Naja, und außerdem, was heißt denn erlösen? Also ist doch Käse, da ist doch die ursprüngliche Person ist doch da nicht mehr da. Ja, wahrscheinlich. Du hast ja recht. Okay, also hebt die Kugel lieber auf. Verstehst du, wenn der Geist... Ich verstehe es, ja. ...nicht mehr ist, dann... Oh, psch. Da war etwas, ein Poltern im Schrank. Siehst du, da ist nämlich noch jemand. Siehst du? Oh,
Wir können sagen, schieß auf den Schrank. Das ist ja der beste Satz jemals in einem Spiel. Das und war wir können die Frage, nachsehen. Was wir machen. Also eigentlich hätte ich gern Option 3, die es nicht gibt. Geh weg. Raus aus dem Haus. Aber wir können nicht auf den Schrank schießen. Am Ende hat sich da noch irgendwie ein Kind versteckt. Das Kind, was eigentlich zu diesem Kinderbett gehört oder so. Und dann erschießen wir das. Das stimmt, ist nicht so aber gut. Und ehrlich, was macht denn ein Zombie im Schrank? Das macht doch keinen Sinn, oder? Wenn jemand im Schrank ist, dann hat sich da jemand versteckt, oder? Ja. Komm, wir sehen nach. Ja, wir sehen nach. Scheiß drauf, wir sterben ja nicht. Siehst du? Meine Güte, du weißt gar nicht, wie froh ich bin, nicht einfach geschossen zu haben. Tja. Im Schrank sitzt ein kleines Mädchen, ihr Gesicht ist blutverschmiert. Das hat die Katze gegessen, er schießt es. Nicht schlecht, siehst du? Was macht sie denn im Schrank oder ist es ihr Blut? Ist es ihr Blut? Wir müssen erstmal sicherstellen, dass sie nicht gefährdet ist. Ja. Ich weiß nicht. Na gut, wie soll man das jetzt auf die Schnelle rausfinden? Ne? Man könnte halt anfangen zu fragen, aber okay. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie starrt mich lediglich an. Ja, okay. Wie lange sie wohl schon da drinnen ist? Sicher lang genug, um völlig traumatisiert zu sein. Hä? Die hat sich versteckt, als du reinkamst, du Trottel. Was soll denn das? Offensichtlich hat sie ja die Katze gegessen und war draußen und nicht die ganze Zeit im Schrank. Also, was mache ich denn jetzt? Rede mit ihr. Das würde ich schon machen. Die andere Option wäre, Vorsicht, sie könnte infiziert sein. Aber das Rede mit ihr schließt diese Option ja nicht aus. Man kann auch vorsichtig mit ihr reden, ne? Das stimmt. Wobei ich Sam mittlerweile so weit kenne, dass wenn wir es ihm nicht sagen, dann wird er es nicht machen. Aber okay, ja, rede mit ihr. Er hält jetzt so seine Hauptschlagader direkt vor ihren Mund und fängt dann an, mit ihr zu reden. Ja. Na gut, rede mit ihr. Mhm. Aber was soll ich sagen? Sam, hast du schon mal ein Gespräch geführt? Was ist denn mit dir los? Ich kann gerade sagen, tu einfach so, als würdest du was tippen. Kann sie überhaupt schon sprechen? In welchem Alter lernen Kinder sprechen? Ja, wie klein ist die denn? Ich wollte gerade sagen, wie alt ist sie denn? Siehst du, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie man mit Kindern umgeht. Das merken wir auch gerade. Er könnte es einfach rausfinden, indem er irgendwas sagt. Erst recht nicht mit Blutverschmierten aus Schränken. Okay, guter Punkt. Da haben die wenigsten wahrscheinlich mit zu tun. Okay, gut. Mhm. Ja, man könnte anfangen mit dem einfachsten Ansprechen überhaupt, nämlich na, wie ist? Okay, also man könnte sagen, frag sie, ob sie verletzt ist. Ja. Gar nicht so doof. Oder sage ihr, dass du ihr helfen willst. Nee, komm, wir fragen, ob sie verletzt ist, oder? Ja. Ich nehme an, das implied das andere auch. Ja. Keine Ahnung, ob das geholfen hat. Sie sieht mich lediglich weiterhin stumm an. Ah, gut. Ja. Ich muss hier wirklich behutsam vorgehen. Ja, kein Scheiß. Ja, echt. So, frag sie nach ihren Eltern. Oder sag ihr, dass du sie mitnehmen wirst. Hm, genau. Das klingt sehr vertrauenswürdig. Guten Tag, wir kennen uns seit 2 Stunden. Sekunden, ich nehme dich jetzt mit. Also, wir fragen erstmal nach den Eltern. Wir wissen ja selber nicht, wo es hingeht. Also, stimmt, wir wissen nicht, wir müssen erstmal selbst uns irgendwie mit uns klarkommen. Also Fragen nach den Eltern, ne? Mhm. So. Sie hat kurz zu der Infizierten gesehen. Ja, gut, das ist die Mutter, das hätte man jetzt auch selbst so. Scheint wohl ihre Mutter zu sein, hätte ich mir auch denken können. Siehst du? Hat die angebunden? Das wäre jetzt mal interessant. Und wo ist der Vater? So, kannst du ihr etwas zu trinken besorgen? Bitte sie aus dem Schrank zu kommen. Naja, okay, wir machen das erstmal mit hier Good Cop, Bad Cop. Ne? Also erstmal was zu trinken, oder? Ich wüsste zwar nicht, was das mit Good Cop, Bad Cop zu tun hat, aber ja, ich würde das auch wählen. Guter Cop bringen wir erstmal was zu essen. Als und Bad dann Cop. Erschießen wir sie hinterrücks. Sehr gut. Nein, wir schicken sie raus zum Eiswagen. Ah. Ja. Mhm. So, also, etwas zu trinken besorgen? Irgendwie bestimmt. Also auf die Frage, ob er ihr nicht etwas zu trinken besorgen kann. Ich fände es irgendwie gut, wenn wir ihm noch sagen, was zu trinken. Nicht, dass er jetzt wiederkommt mit irgendwie Katzenblut oder sowas. Du, Hauptsache was Flüssiges. Es gibt hier noch ein paar Zimmer, in denen ich noch nicht war. Okay, sehr gut. Oh, hoffentlich ist da nicht der Vater drin. Ich melde mich, wenn ich etwas gefunden habe. Okay. So. Schätze, ich habe gerade den Vater des Mädchens gefunden. Mann, siehst du? Ich sollte als Hellseher arbeiten. Mhm, ganz genau. In Zombie-Apokalypsen. Er hat sich im Nebenzimmer erhängt. Dieser Gestank. Okay. Süß. Wie konnte er sie einfach alleine lassen? Das ist ein valider Punkt irgendwie, ne?
weil Aufhängen ist schon so ein bisschen aktiver. Ja, na gut, wahrscheinlich hat er sie, also die Mutter, angebunden, ne, irgendwie, und hat es dann nicht mehr ausgehalten. Aber ehrlich, dieser Gestank, ne, also soweit ich das gehört habe, zieht so ein Gestank wirklich krass durchs Haus. Also nur weil deine Tür zu ist, sollte man das trotzdem mitkriegen. Aber gut, vielleicht hat die Katze schon alles voll gestunken und dann ist das etwas untergegangen. Wobei jetzt ist die Frage, ob die Katze nun länger tot ist oder der Vater, aber gut. Er hat wohl keinen anderen Ausweg gesehen oder wir können sagen, wie unglaublich grausam. Ja, finde ich angemessen. Findest du? Ich finde, dass er hat wohl keinen anderen Ausgang gesehen irgendwie. Ausweg. Ausweg gesehen, finde ich irgendwie doch. Ja, aber sonst, also ich, ist halt keine Aussage. Ja, aber wie unglaublich grausam, meinst du, das ist eine, na gut, okay, dann machen wir das, machen wir das. Und was ist mit der Mutter? Hat er ihr das angetan? Ja, was angetan? Das ist doch ein Schutzmechanismus da mit diesem Seil. Ich kann sagen. Gut, man hätte sie jetzt auch umbringen können, hat er, aber gut. Ja, gut, stimmt. Egal, ja. Ich werde es ohnehin nicht erfahren. Was wichtig ist, ist das Mädchen. Ich habe vom Fenster aus in den Garten nebenan sehen können. Dort befindet sich ein Brunnen. Daraus hat wohl die Kleine bisher getrunken. Was hat sie bisher gegessen? Hä? Woher wollen wir denn das wissen? Oder woher soll Sam denn das wissen? Können wir Katze? Jetzt also fragen? Offensichtlich. Also sie hat Blut verschmiertes, also ja. Offensichtlicher ging es ja nicht, nicht? Ja, also aber kann ja sein, dass sie Brunnen. Davor noch was anderes gegessen hat. Okay, also wir können sagen, geht zum Brunnen oder was hat sie bisher gegessen? Also ja, gehen wir zum Brunnen, oder? In der Küche werde ich sicher ein passendes Gefäß finden. Mensch. Intelligenzbestie. Sam ist am Start. Und jetzt geht's weiter. 10 Minuten ist Sam unterwegs. Ich würde sagen, er holt jetzt erstmal ein Glas Wasser und dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was machen wir denn dann mit der, mit dem Mädchen? Also ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge, oder? Das zieht sich ja doch nochmal hin jetzt, ne? Ja, also, ja, ein bisschen schon. Also, beziehungsweise ist es ein bisschen ohne Ziel gerade, ne? Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Sam mit sich selbst gut klarkommt. Und jetzt haben wir da hier noch dieses Mädchen. Ja, gut, wir haben aber auch eine Waffe. Im Notfall können wir die auch erschießen. Falk, du bist so herzlos. Wir können doch nicht das Mädchen erschießen. Du, hast du eigentlich mal gemerkt, dass alle mit Herz in Zombie-Filmen meistens als erstes sterben? Ja, ja, aber siehst du bist ja nicht da. Sam ist dort, ne? Wir sind hier im Sicheren. Wir sind seine Berater. Wir müssen für ihn herzlos sein. Ja, aber nee. Da, wir können, nee. Wenn, dann gehen wir halt einfach. Wir machen es wie der Vater. Doktor, gehst du bitte in den Nebenraum? Ich komme gleich. Ja, aber gut. Das ist natürlich schon schade. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen mehr Informationen hier, was da vielleicht passiert ist. Also vermutlich hat wahrscheinlich der Vater schon die Mutter gefesselt, ne? Aber warum liegt dann da der Revolver, ne? Also warum hat der Vater nicht direkt gesagt, okay, dann erschieße ich sie wenigstens als Erlösung oder ich nehme den Revolver wenigstens mit oder erschieße mich mit dem Revolver, aber dass der dort liegt so und sie angebunden ist, Na, ich nehme an, es liegt daran, dass es einfach nicht leicht ist zu tun. Oder was ich mir auch vorstellen könnte ist, dass das Mädchen sich vielleicht versteckt hat oder weggelaufen ist und gar nicht im Haus war. Und dann hat der Vater gedacht, okay, er hat seine Frau verloren und seine Tochter hat sich umgebracht. Dann kam die Tochter wieder zurück und hat festgestellt, oh, keiner mehr da. Das wäre ein klassischer Romeo und Julia-Effekt, ne? Aber gut, das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge erfahren, wenn es weitergeht und wir mit unserem hoffentlich Glas oder Topf oder was auch immer Wasser zurückkommen zu besagtem Mädchen, die uns dann hoffentlich erzählen wird, was passiert ist. Wir wissen ja immer noch nicht, wie alt das kleine Mädel ist, ob sie überhaupt sprechen kann. Ey, wenn die eine Katze gegessen hat mit einer Gabel, ja, dann ist die doch in der Lage irgendwie zu sagen, hallo. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, wenn man weiß, wie eine Gabel funktioniert. Ja, gut. Ist jetzt nicht so ein schönes, beschauliches, freundliches Ende. Aber gut, wir sind hier in der Zombie-Apokalypse. Und ich würde sagen, wir gucken dann gleich mal weiter, wie es weitergeht. Ne? Wir hören uns in 2 Wochen, Sam. Und Falk. Gruß. Ciao, ciao. Tschüss.